Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Und heute fahren wir mal wieder eine Meisterschaft. Und zwar gibt es eine Offroad-Meisterschaft. Und da ich schon länger kein Offroad mehr gefahren bin, dachte ich mir, mache ich das mal. Da können wir gewinnen einen 79er Chevrolet Camaro, welche eigentlich Respawn exklusiv ist, aber jetzt eben dann auch für alle erhältlich. Und ja, was muss man da fahren? Kein Muscle Car, wie ich es mir gedacht habe, sondern Retro Rally auf B700 getuned. Und ich habe mir gedacht, ich werde ein Evo fahren, weil Evo Mitsubishi ist ja noch gar nicht so lange im Spiel. Und ich bin eigentlich noch gar nicht großartig Mitsubishi gefahren. Deswegen halte ich das jetzt einmal für eine gute Sache. Was heißt, ich kaufe mir einen Evo 6 GSR und habe mir natürlich auch ein bisschen was dazu rausgeschrieben. Da wir Rally fahren, würde ich spontan nach einer Gruppe A-Lackierung suchen. Und ich würde sagen, das hier sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Deswegen nehmen wir die direkt mal, weil der Wagen ist tatsächlich in der Gruppe A gefahren. Von Tommy Mäkinen. Und das war eben in der 1999er Fiat Rally Meisterschaft. Tommy Mäkinen wurde auch 1999 direkt mit diesem Fahrzeug Meister. Und daher hat Mitsubishi gedacht, Mensch, machen wir doch einfach eine spezielle Version vom Evo 6, die wir jetzt hier leider nicht im Spiel haben. Wir haben aber trotzdem GSR. GSR, wofür das steht, weiß man nicht so hundertprozentig. Manche sagen Grand Sport Racing, andere Grand Sport Rally. Über Grand Sport ist man sich zumindest relativ einig. Und ja, wie gesagt, 1999 hat man auch dadurch Colin McRae beispielsweise oder auch Carlos Sainz Senior, welche halt echt Motorsport-Steine sind einfach, das sind Legenden, einfach mal so besiegt. Und zwar gar nicht so knapp. Es wurden insgesamt 5000 Stück von diesem Fahrzeug gebaut. Wir haben 280 PS, 380 Newtonmeter Drehmoment aus einem 2 Liter Reihen-Vierzylinder Turbomotor. Speziell beim GSR haben wir ein 5-Gang-Getriebe und das Ganze auf ein Leergewicht von knapp unter 1,3 Tonnen, Entschuldigung. Von 0 auf 100 sprintet der Wagen in 4,9 Sekunden und eine Topspeed haben wir von 250 km/h. Wir können mal kurz gucken. Ja, viel gucken können wir nicht. Rechtslenker natürlich, ist ein Japaner. Was sonst? Und ja, auf B700 müssen wir den Wagen aufbauen, was heißt, wir haben wenig Spielraum. Aber viel brauchen wir auch nicht. Was wir brauchen auf jeden Fall, da führt kein Weg dran vorbei. Das ist diese Schürze hier. Dann haben wir hier vielleicht noch irgendwas Interessantes. Ich weiß nicht, so hardcore müssen wir jetzt auch nicht auf Ready gehen. Ich weiß nicht, so ein Flügel. Wobei, lassen wir einfach den Standardflügel drauf, der passt da eigentlich schon. Machen wir die Mudflaps drauf. Und ja, so passt das dann. Wobei, ich glaube fast, das da vorne brauchen wir gar nicht. Machen wir lieber einen Forza-Flügel dran. Nee, das lassen wir einfach so. Aber ich glaube fast, ich möchte gerne nur die Haube da oben haben. Das reicht mir jetzt persönlich eigentlich schon. Was können wir machen? Wir können einen V8 einbauen, weil, warum nicht? Oder auch ein 1,6 Liter 3/4-Zylinder Turbo Ready. Ich habe diesen Motor noch nie in irgendeinem Fahrzeug verwendet. Deswegen brauchen wir den hier auch nicht. Ja, Offroad-Reifen wären zwar wichtig theoretisch, können wir aber nicht machen, weil dann sind wir vom LI drüber. Was bedeutet, wir machen die Reifen ein wenig breiter, gar nicht viel. Jetzt mögen vielleicht manche sagen, macht doch hinten breit, aber dann haben wir hinten viel, viel mehr Traktion als vorne. Was heißt, wir rutschen ins Untersteuern rein, was wir mit dem Wagen sowieso schon haben werden. Deswegen lassen wir das mal. Stattdessen holen wir die Reifen lieber noch einen Tacken raus, dass wir so vielleicht noch ein bisschen mehr Traktion rausholen. Getriebe, boah, das macht halt schon sehr, sehr viel. Ich würde sagen, das hier reicht eigentlich schon, das Sportgetriebe. Damit werden wir schon viel erreichen. Dann Bremsen, ja. Offroad-Fahrwerk machen wir auch mal, genauso wie die Stabis. Gewicht lassen wir mal weg. Nee, 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 das bringt gar nichts. Und dann halt noch ein bisschen was an der Leistung drehen, aber viel geht da schon gar nicht mehr, weil wir sind schon relativ gut dabei oben. Aber ja, dann lassen wir das mal so. Haben wir ein bisschen mehr Leistung, aber generell auch sehr, sehr viel Traktion. Wenn ich das halb vernünftig einstelle, dann könnte das schon eigentlich ganz gut enden. Wir sind jetzt halt immer noch beim 5-Gang gerade mal. Aber das sollte ja reichen im Regelfall.
Wir machen noch mal ein bisschen kürzer immerhin. So. Gucken, dass wir vielleicht... Der Wagen wird definitiv untersteuern. Darüber brauche ich gar nicht debattieren, weil, naja, rein von den Daten ist der Wagen dafür prädestiniert. Aber Offroad-Aufbauten sind mein Spezialgebiet. Ich baue alles zu Offroad um. Und da werde ich doch wohl so ein Evo auch noch irgendwie hinkriegen. So, genauso lassen wir das mal. Und dann fahren wir das gute Ding mal. So, genau. Wo fängt diese Meisterschaft denn an? Das habe ich gerade tatsächlich vergessen nachzuschauen. Wir müssen... Okay, da porten wir uns hin. Weil das würde doch zu lang dauern. Fahren wir zwischen den Events einfach hin und her. Ja, generell, Mitsubishi kam ja erst ein bisschen später rein. Ich habe viel Gutes über die Herbstmeisterschaft gehört. Schätze, ich werde wohl noch mehr hören, nachdem du dich angemeldet hast. Anna, du hast recht. Warum wurde mir nicht angezeigt, dass ich die beiden fahren darf? Schade. Egal. Ja, Mitsubishi, wie gesagt, kam erst per Update rein. Ich glaube, vor 2 Monaten oder vor 3. Irgendwie sowas in dem Dreh. Weil Mitsubishi zu Release gesagt hat, oder Turn 10 hat besser gesagt, angekündigt, dass es da wohl noch kleine Lizenzprobleme gab. Schade. Aber immerhin sind sie jetzt dann gratis doch ins Spiel reingekommen. Und ich meine ganz ehrlich, alleine, ich mag Subaru mehr als Mitsubishi, das auf jeden Fall. Aber allein in der Modern Rally Meisterschaft war halt sonst nur Subaru im Fahrerfeld und ab und zu mal ein Ford Focus. Deswegen alleine, selbst wenn du die Fahrzeuge nicht fährst, alleine für die Diversität waren die Evos schon wichtig ins Spiel reinzubringen. Und auch Mitsubishi GTO finde ich super, dass wir den jetzt endlich mal in dem Horizon haben. Bei den Wagen liebe ich wirklich. So, wichtig ist natürlich, dass wir immer bei Drehzahl bleiben, weil wir haben die Leistungskurve gesehen. Unten raus tut sich da nicht allzu viel. Ist ja auch irgendwo ein bisschen logisch, weil der Karren ist immerhin doch 20 Jahre alt. Und damals war Turbo-Lag eben noch ein ganz großes Problem. Das sieht man auch bei Fahrzeugen, die in der Klasse hier sind, wie beispielsweise den Audi Quattro. Okay, da habe ich gerade eine Kettenreaktion ausgelöst. Einfach nur einen Zaun umfahren und 50 weitere fallen. So ein bisschen Hydra. Ja, ich merke auf jeden Fall, der Wagen bräuchte... Also, ich habe den jetzt auf B700 getunt für die Meisterschaft. Wenn ich jetzt freie Hand hätte, würde ich auf jeden Fall noch andere Reifen aufziehen. Weil die hier sind einfach für den Arsch. Die machen den Großteil von dem Fahrverhalten aus in Forza. Und das heißt dementsprechend, wenn du scheiß Reifen hast, dann tut sich bei deinem Wagen auch nicht so viel. Aber... Für das, was er ist, fährt er sich eigentlich ganz gut. Wir kommen jetzt hier ran an den 037. Ja, der verteidigt schon hart, muss ich sagen. Aber jetzt sind wir auf der Außenbahn. Nehmen halt die Wand ein bisschen zur Hilfe. Und sind vorbei. Sehr schön. Ja, tatsächlich. Du liegtest einen um und alle fallen. Geil. So, wir gehen mal kurz in die Innenperspektive. Aber nur, dass wir es auch mal gesehen haben. Okay, das war definitiv zu spät. Ihr solltet vielleicht nicht vor der Kurve, also direkt vor der Kurve, in die Innenperspektive gehen.
Hallo, wissen wir Bescheid mit der 037? Aber lange Gänge, wissen wir ja, bringen bei Rallye wenig. Da geht es einfach nur darum, dauerhaft die Leistung anliegen zu haben, möglichst schnell die Gänge reinklöppeln. Und dann läuft das Ganze hier schon. Deswegen sind bei Offroad-Aufbauten die Gänge eigentlich immer sehr, sehr kurz übersetzt. Weil die Leistung muss halt da sein. Gerade wenn du dir mal so Onboard von Rallye anschaust, so von, keine Ahnung, Monaco oder sowas. Nicht nur sind die Fahrer wirklich die krassesten Typen aller Zeiten, sondern da geht es halt wirklich um Hundertstelsekunden. Was heißt, ein falscher Schaltvorgang kann dich um die Position bringen oder im Zweifel um dein Leben. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, es ist schon mal vorgekommen. Irgendwann bestimmt. Erinnert nichts daran, dass wir trotzdem einen guten ersten Sieg haben. Ich sage bewusst ersten Sieg, weil da kommen jetzt noch ein paar. Zwei Stück, um genau zu sein. Was fahren wir denn überhaupt noch für Strecken? Wir fahren... Oh yeah, geil. Offroad Park. Boah, ich freue mich. Meine Lieblingsstrecke. Da macht doch keinen Sinn, da lang zu fahren. Liebes Spiel, ich fahre ein Evo. Warum sollte ich auf der Straße fahren? Wenn dieser Weg doch hier viel schneller ist. Anna, halt die Schnauze. Schön ist er ja. Von den Evos mag ich eigentlich so den 8er am liebsten. 8er, 9er, die tun sich ja nicht viel von der Optik. Route wird neu berechnet. Aber wie gesagt, prinzipiell bin ich auch eher ein Subaru-Mensch. Wobei ich jetzt den Evo auch nicht kacke finde. Man kann das eine besser finden als das andere, aber das andere trotzdem die Scheiße finden. Das funktioniert. In 400 Metern rechts abbiegen. Man glaubt es kaum. In 100 Metern links abbiegen. Rechts abbiegen. Drifto. So. Machen wir mal weiter im Text. Deswegen wird es lustig, weil da dürfen wir schwimmen. Wir haben Herbst, da sind so Wasserpfützen. Das ist ein bisschen kacke, aber naja, wird schon. Der Wagen liegt ja relativ hoch. Man merkt auf jeden Fall beim Start, wo die Leistung reinkegelt. Das merkst du definitiv. Hey. Es ist so ein Fehler von den Deutschen, den ich gemerkt habe irgendwie. Sobald du neben denen bist, dass die leicht an deinem Heck sind, ziehen die einfach in dich rein. Und ich weiß nicht, seit wann die das machen. Ihr habt nichts gesehen. Das ist nicht passiert. Ich bin einfach nur in der Pfütze hängen geblieben. Ja? Ihr habt nichts gesehen. Da ist nichts passiert. Ich habe mich nur verschalten und bin deswegen eine Position zurückgefallen. Ja? Gut. Ich brauche echt so ein Blitzding aus Man in Black. Könnte bestimmt irgendwann nützlich werden. Oder lustig. Oder beides. Spaß und Nutzen schließen sich nicht aus. Manchmal. Ich muss nochmal vorbei. Ja, guck mal, diesmal bin ich nicht hängen geblieben in der Pfütze. Da kam man ja auch einfach durch. Ich sehe jetzt das Problem gar nicht. Man kann auch einfach mal ein paar Stunts für die Fans einlegen, ja?
Alles für die Zuschauer. Es ist gar nicht so schlimm. Es sieht vielleicht ein bisschen brutal aus, aber an sich, ich mache das hier alles mit Absicht. Ja, guck mal an, die vier überhole ich jetzt noch, ja? Es wäre kein spannendes Rennen, wenn ich mich nicht pro Runde einmal überschlagen würde. Na guck mal, da war es schon wieder, wie ich es angesprochen habe. Naja, manchmal sind die Dörrtare eben komisch. Okay, das war ein schönes Manöver. Aber vielleicht... Ja, guck mal. Es geht nämlich auch, ja, das habe ich jetzt gemacht, einfach nur um zu beweisen, dass ich das wirklich mit Absicht gemacht habe, auf jeden Fall. Es geht ja logischerweise auch ohne Überschlag. Weil ich dachte mir halt, Mensch, ich kann es doch einfach mal machen. Nur jetzt in der letzten Runde dachte ich mir eben, ja, nee, ich will doch lieber safe zu Ende fahren. Deswegen, ja, braucht man nicht jede Runde einen Überschlag. Zwei habt ihr ja bekommen. Das muss reichen, finde ich. So. Jetzt haben wir noch ein Rennen, was wir gewinnen werden. Ja, doch, das Design finde ich super auf jeden Fall. Ich mache echt selten in Horizon 4 Designs auf meine Autos. Wenn ich, entweder fahre ich halt Standardfarbe oder ich mache mein selber ein Design. Aber wirklich, wirklich selten lade ich mir eins runter. Das mache ich eigentlich wirklich nur noch, wenn ich wirklich ein Renndesign will oder was Spezielles, wo ich weiß, ich bin zu blöd dafür. Weil ich kann einfach nicht gut designen, das weiß ich selber. So wirklich simple Sachen kriege ich selber hin. Wie beispielsweise irgendwelche Special Editions von Fahrzeugen. Ich muss da drüber. Aber wie gesagt, sonst sowas wirklich krasses schaffe ich ja gar nicht. Das überlasse ich dann Leuten wie Stewie beispielsweise. Bremsen! Easy. So, holen wir uns die Camaro. Irgendwie komplett bescheuert, dass wir die in der Offroad-Meisterschaft gewinnen. Und nicht in der Straßenmeisterschaft vom letzten Mal, aber hey. Ist ja alles gewollt. Bestimmt. Da wird ein Sinn dahinter sein. Ich habe ihn nur noch nicht gefunden. Ich glaube, dieses Rennen überschlage ich mich mal nicht, oder? Nee, ausnahmsweise. Ihr habt eure Salvos bekommen. Und für die drei Leute, die das super seriös sehen, wieder, das war Sarkasmus. Das ist auf jeden Fall eine etwas schnellere Rallye-Strecke. Die Kurve hier kann man enger nehmen als das Dörrtare tun. Wow. Was war das für ein Auto? War das der 037? Muss ja fast. Ja, der 037 ist echt laut. Holy shit. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, in Deutschland kommen die Japaner gar nicht so krass an wie andere Fahrzeuge. Ich sehe super viele Amis beispielsweise, Mustangs etc. auf der Straße. Aber so Japaner, also halt sportliche Japaner, irgendwie selten. Ab und zu halt mal eine Civic Type R, aber sonst so ein Evo oder ein WX STI eigentlich gar nicht. Generell Subaru super selten. Ich glaube, die kommen hier einfach nicht so wirklich an. Was ich schade finde. Ich weiß, einmal habe ich wirklich so eine, das war auf der Autobahn, sind so wirklich, keine Ahnung, 20, 30 Evo, Skyline, Subaru etc. vorbeigefahren an uns. Aber das war wirklich so das einzige Mal, dass ich großartig was gesehen habe. Kann auch einfach nur sein, dass ich die einfach immer übersehe.
Ist möglich. Aber zumindest hier in der Gegend habe ich eigentlich gar keine. Wow, wir fahren ja noch eine Runde. Ich habe gerade nicht in den zweiten Gang geschalten, weil ich dachte, ich habe den Rückwärtsgang geschalten. Nein, nein. Ich wollte im zweiten Gang raus beschleunigen. Das sind meine Hardcore-Mega-Special-Tactics. Beim Offroad-Fahren. Weil damit rechnen die Gegner einfach nicht. Die denken, ich fahre im ersten Gang raus, aber dann fahre ich im zweiten raus. Dann denken die, boah krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Und fahren in die Wand. So simpel ist das. Verwirrung ist eine gute Taktik im Motorsport. Deswegen auch immer, falls ihr mal Rennen fahren solltet, schaltet einfach mal in irgendeinen anderen Gang. Oder macht irgendwas, was die Gegner einfach nicht, womit die nicht rechnen. So, Fenster aufmachen und Mittelfinger zeigen oder so. Das finden die gut. Vor allem die Rennleitung, die findet das super. So. Ja, ich würde sagen, leicht dominiert haben wir die Camaro gewonnen. Kleiner Funfact am Rande. Ich habe schon 3 von denen und das ist kein Spaß. Ich habe wirklich 3. Diesmal. Und ich habe keine Ahnung warum. Aber hey, soll mich nicht stören. So, gebe ich da Tuning noch frei. Für diejenigen, die es mir nicht glauben. Eins, zwei, drei, vier. Ja. So, gebe ich das Tuning noch eben frei. War das jetzt hier zwar eine etwas kürzere Folge im Verhältnis, aber dafür war die letzte eben mit dem Ferrari relativ lange. Gibt sich alles so ein bisschen die Waage immer wieder. Aber ja, damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus.